Tommy, I just had a verbal fight with Monfils about the weird movement on this match, and I told him it's a kind of a lack of respect for the opponent, and he totally disagreed. He said he practiced that shot at the during the training time, and that was for him the best way to win the points. And I, what's your opinion? Oh, I mean that's a way of looking at you know, at that sort of move that he made in many ways. I mean he's an entertainer as well when he goes out there a lot of the times. You know, he doesn't need to hit the shot that way, but I think he thought he can win it anyway. You know, it's his call. I mean, it's strange. I haven't seen it many times. At the same time, I don't remember how important the score was, just off the top of the head. You know, if it's 40-love and you do something like this, maybe it's a good thing. But you know, it's his decision in the end. You know, it's Gael. You know, I mean, Gael is this. My question is: it a lack of respect for the opponent or not? I don't know if that's lack of respect. I think he's more of an entertainer in that sense, and he wanted to do something. You know, entertaining for the crowd as well, and maybe see if he can win that point that way, which if he hits the smash, you know, well, you know, he still could have won the point, especially on grass. He's in control of the point. I don't think necessarily it's lack of respect. You saw the crowd sort of, you know, really enjoyed it. You know, yeah, to me it was okay. I mean, you know, you always try to think of some things. I mean, sometimes I think he can do a little bit too much with the crowd, or, you know, he commentates after, you know, many, many points. That sometimes can be a little bit too much in my eyes. But overall, I mean, you know, he's a funny guy. He's a good entertainer. And, you know, as long as he can stay focused, that's the most important thing, you know. Because, you know, I try to stay focused and not pay too much attention, which sometimes that's not easy. But I don't think he shows disrespect to the opponent. Any more English questions? Can you speak Deutsch, bitte? No. Oh, sorry. Okay, please. Next turn, you're going to play Roger. So yeah. Any thoughts on that match? Any thoughts? Yeah. Yeah, I mean, you know, it's been a year since we've played against each other. So, you know, same court, which is great. Really looking forward to it, obviously. It's always, you know, one of these biggest challenges you can ask for. So, you know, really, really pleased that I'm put myself in this position to play him here in front of a sensational crowd. You know, I think I'm definitely going to have a good game plan, play really solid, you know, good percentage tennis, and so does he. So, you know, I think whoever will win the bigger points tomorrow and is a little bit more alert in the crucial points will probably win the match. Did you see him play today's match? He won. Yeah, I did. Yeah, I did. I mean, he played solid today, no question. You know, he served pretty well. His forehand was looking good, and he returned well, and when he had to pass well, I mean, you know, it looked pretty good. You know, I certainly hope to do a little bit better than Michael Zverev after today. All right, Deutsch, bitte. Wie schwierig ist es, die Konzentration gegen so einen Entertainer hochzuhalten? Nicht so schwierig, wenn man sich ja eigentlich schon vormärsch darauf einstellt. Ich fand jetzt nicht, dass er sich so dementsprechend aufgeführt hat bei den French Open. Ich glaube, da hat er sich mehr konzentriert als wie vielleicht jetzt hier. Ich glaube, er nimmt das sehr, sehr locker, damit er sich selber so ein bisschen den Druck nimmt, nicht unbedingt weiß, wie er natürlich auf Rasen spielt. Ich habe gehört, er spielt die nächsten Wochen auch nicht, was sehr komisch ist, weil er spielt, ich finde, sehr, sehr gutes Tennis auf Rasen. Ich glaube, einer, der sich sehr gut bewegt, hat schon mal einen riesen Vorteil. Und das hat man, glaube ich, heute auch teilweise gesehen, und er serviert sehr gut. Also es war ein sehr hartes Match. Ich bin sehr zufrieden, dass ich das erstmal gewonnen habe. Aber ja, man versucht sich selber natürlich auch darauf schon einzustellen, dass es bestimmte Situationen gibt, wo er ja ein bisschen vielleicht auch das Publikum mitnehmen will. Oder auch wie eben gerade, wie der eine Reporter gesagt hat, mit diesem einen Smashball, den er hatte, und durch die Beine gehen lässt. Ich meine, es wäre natürlich spektakulär gewesen, wenn er den Punkt gewonnen hätte. In dem Fall konnte ich den auch gewinnen. Also wenn er ihn vielleicht direkt aus der Luft nimmt, ist es einfacher für ihn, den Punkt zu gewinnen. Also er macht halt immer wieder hier und da ein paar Sachen, die natürlich witzig sind für das Publikum und die vielleicht irritieren können, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber ich kenne jetzt Gael auch schon relativ lange und weiß, wie er ab und zu sein kann auf dem Platz. Und da versucht man sich da einfach nur auf sein Ding zu konzentrieren. Nächstes Spiel. Du kennst den Gegner auch schon eine Weile. Mal abgesehen davon, dass es Halbfinale ist, was macht das anders als im Vorjahr? Das ist richtig, ja. Aber was ist der große Unterschied? Abgesehen vom Halbfinale gegen Finale. Das ist der große Unterschied. Es ist jetzt ein Jahr her, dass wir gegeneinander gespielt haben. Wir kennen uns gut. Wir trainieren sehr oft miteinander. Wir haben hier Doppel gespielt.
sind sehr gute Freunde vom Platz weg. Unsere Familie mögen uns. Also es ist morgen ein Match, wo wir rausgehen und er wird versuchen, sein Spiel abzurufen und ich versuche meins, um hier in Halle ins Finale zu kommen. Ich denke mal, ja, ich muss natürlich mein bestes Tennis spielen. Ich muss die wichtigen Punkte gut spielen, um ihn ärgern zu können, um eine Chance haben zu gewinnen. Und wenn ich einen guten Level, einen guten Tag erwische, muss er das Gleiche tun. Also ja, wir kennen uns, wie gesagt, wir kennen uns gut und es gibt da, glaube ich, nicht mehr so viele Sachen, wo wir wissen, ja, wenn ich das und das mache vielleicht, dann kriege ich da und den Schlag vielleicht oder da mal einen leichten Punkt. Das wird es nicht geben. Das heißt, man muss auf hohem Niveau gutes Tennis spielen und freue mich sehr auf das Match natürlich hier wieder nochmal im großen Halbfinaletag am Samstag hier gegen ihn spielen zu können. Das sind natürlich die Matches, worauf man sich wirklich auch mit am meisten freut. Und ich werde versuchen, mein bestes Tennis zu spielen, wie immer. Roger hat vorhin erzählt, so ein bisschen, also durch eure Freundschaft und dass ihr dir letztes Jahr ja auch diesen Sieg eigentlich gegönnt hat, dass er aufpassen muss morgen, dass er nicht zu nett zu dir ist oder zu freundschaftlich und dir vielleicht, sondern auch, ich gönne dir vielleicht den Sieg, weil du vielleicht das letzte Mal hier bist oder so. Würdest du so ein Geschenk trotzdem annehmen oder ein Freundschaftsgeschenk? Ja, ich weiß nicht, ob das im Tennis überhaupt so oft gibt, diese, wo man halt sagt, okay, man ist vielleicht nicht so sauer, wenn man im Match verliert. Das gibt es wirklich nicht oft. Ich kann es nachvollziehen, vielleicht im letzten Jahr von Roger, da ich natürlich wieder lange verletzt war, auf dem Weg zurück war und er das dann auch natürlich meint, was er sagt oder immer eigentlich das meint, was er sagt. In dem Fall, glaube ich, versucht er sich natürlich auch zu revanchieren und er würde hier auch gerne wieder gewinnen, gerade auf dem Weg jetzt zu Wimbledon. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es her ist, dass er auch schon wieder, sag ich mal, für seine Verhältnisse den Titel gewonnen hat. Also ich denke mal, er ist auch heiß hier, die Trophäe hochzuhalten, genauso wie ich und ein paar andere Spieler in dem Feld auch und das macht es sehr interessant und er wird mir morgen bestimmt nichts geben und wie gesagt, es wird sich auch nichts dran ändern vom Platz weg. Morgen geht es dann nur darum, wer auf dem Platz halt der bessere Spieler ist und das wissen wir sind beide lang genug dabei und darum wird es dann gehen und hoffentlich wird es ein schönes Match. Ja, zumindest gesagt, ihm wird es schwerfallen, eure Freundschaft so auszublenden auf dem Platz, also ihm wird es mittlerweile schwerer fallen. Fällt dir das auch schwer oder kannst du das noch gut? Ja, es ist, glaube ich, mal vielleicht ein bisschen schwerer, dann nach einem guten Punkt oder spektakulären Punkt vielleicht die Faust zu ballen oder da irgendwie rumzuschreien, come on oder so. Das ist dann vielleicht natürlich ein bisschen schwieriger, weil man will ja eigentlich seinen Gegner da nicht so ein bisschen provozieren oder nerven mit solchen Sachen. Manchmal, das kann ja dann schon ein bisschen unter die Gürtellinie gehen teilweise, aber mein Gott, manchmal sind es auch so Reaktionssituationen. Aber wir respektieren uns ja so, wie gesagt, auch schon lange Zeit jetzt. Und ich denke mal, das wird alles kein Problem sein und wir werden einfach da rausgehen und der Bessere wird morgen gewinnen. Ja, Sie haben ja gesagt, Sie sind gut befreundet. Wie sieht das jetzt bis zum Match aus? Ist da Stillstand oder redet man heute Abend nochmal miteinander? Bestimmt, ja. Ich meine, wir sehen uns ja hier relativ oft auch, weil die Wege immer so kurz sind und im Hotel haben uns auch schon nach seinem Match kurz gequatscht eben und auch über mein Match gestern und über sein Match heute. Also da gibt's keine so Situation, wo wir dann sagen, oh, jetzt einen Tag vorher oder am Abend vorher, jetzt wird nicht geredet. Ich habe noch ein paar wichtige andere Punkte mit ihm zu besprechen, die ich vielleicht heute Abend ansprechen werde. Also ist das alles relativ easy und morgen dann wird sich jeder aufwärmen und auf sein Match konzentrieren, wenn wir auf dem Platz stehen und das war's. Ich habe noch meine Frage anschließend zu dem, was der französische Kollege eben gesagt hat. Ja. Zuallererst aus Sicht eines Tennisspielers offensichtlich, was geht einem spontan durch den Kopf? Meine erste Reaktion wäre, dem zeige ich es jetzt erst recht und irgendwie hat man gemerkt, also das kam auch so vom Spiel rüber, so war es ja eigentlich auch, weil seitdem diese komische Aktion war, ist das Spiel gekippt und was halten Sie im Nachhinein von der Aktion, wenn Sie wissen, weil Monfils das eben auf der Pressekonferenz sagte, er wird in Wimbledon nicht antreten aufgrund von persönlichen Problemen. Mit dieser Information im Hinterkopf, was denkt man da als Gegner? Wie gesagt, ich kenne Guy Monfils vom Platz nicht so gut. Ich weiß, dass er ein Entertainer ist. Ich weiß, dass er gerne da rausgeht und ab und zu auch das Publikum ein bisschen mit sich spielen lässt, die ein bisschen mit involviert in gewissen Situationen. Das ist, glaube ich, seine Art, auch eben sich selber so ein bisschen den Druck zu nehmen, ein bisschen mehr Spaß zu haben, das alles nicht so ernst zu sehen, weil es ist ja schon sehr, sehr stressig da draußen manchmal. Und ich glaube, es ist seine Art, da einfach mit sich besser in der Situation umzugehen. Klar, dieser Ballwechsel, ich weiß nicht mehr genau, wie der Spielstand war, aber wo er den natürlich durchlässt, war ich selber erstmal geschockt. Habe mich natürlich dann auf den Punkt konzentriert, den er noch gewonnen. Und vielleicht denkt man natürlich auch im Unterbewusstsein, also nee, also das Match möchte ich jetzt nicht verlieren nach so einer Aktion. Ja, aber man ist halt trotzdem noch weit entfernt gewesen in der Situation, glaube ich, war vielleicht bei 3-2, ich weiß nicht mehr, wann das war, 3-2 oder 3-2 im zweiten und habe den ersten Satz verloren leider. Also es war natürlich schon noch ein harter, langer Weg. Aber ja, ich meine, er ist dafür bekannt und er macht das gerne und
Mein Gott, da müssen Sie Gael fragen. Ich kenne ihn persönlich nicht so gut. Ich mag ihn gerne. Er ist, wie gesagt, ein sehr netter Kerl und, wie gesagt, auch ein guter Entertainer. Und that's how it is. Okay, vielen Dank. Anne, letzte, bitte. Es soll morgen wärmer werden, also andere Temperaturen als heute, wo es ein bisschen kühler war. Wie stellst du dich darauf ein? Alle Schläger neu bespannt lassen? Immer neu bespannt lassen. Und gestern war es ja wärmer als heute. Also gehe ich mal davon aus, wenn es so wie gestern war, dann gibt es ein paar Veränderungen vielleicht in der Bespannungshärte, aber sonst nichts. Desto ein bisschen wärmer, desto besser.